Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch die Abzockerin, also aus dem zweiten Telefongespräch von gestern, mitgebracht. Denn die hat tatsächlich nochmal bei mir angerufen und wollte fragen, ob sich meine Meinung denn geändert hat. Naja klar, ihr könnt euch ja vorstellen, meine Meinung hat sich erstmal geändert und wir wollen noch ein bisschen Zeit von ihr haben. Die gibt sie mir auch. Naja, allerdings so ganz zum Schluss macht sie sich dann doch wieder ganz schnell aus dem Staub, wenn es denn um die Regulation und ja, die Identifikation der Firma geht. Da ist sie dann komplett überfordert und naja, so wie es denn die Betrüger machen, machen sie sich ganz, ganz, ganz schnell aus dem Staub, damit man nicht noch mehr in die Bredouille kommt und lauter blöde Fragen gestellt werden, die so ein Kunde natürlich irgendwie mitbringen könnte oder vielleicht sogar mitbringen sollte, wenn er sein Geld nicht verbrennen möchte. Naja, hört selbst. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Telefongespräch. Ja, Pan, guten Tag. Mhm. Ja, Pan, ich bin's wieder, Helen. Ja. Also haben Sie das anders überlegt? Haben Sie nach unserer Plattform nachgeschaut oder nein? Ich weiß gerade nicht, wer Sie sind. Ich bin Helen Kasser von der Trade Capital. Okay, kann sein, ja. Bei Ihnen ist es so wahnsinnig laut, ich höre Sie kaum. Ich höre immer noch meine Stimme wieder. Ja, aber bei Ihnen ist es auch so wahnsinnig laut. Ja, weil sehr viele Mitarbeiter hier sind. Ja, aber der Musik ist da im Hintergrund. Machen Sie die mal aus. Japan, sind Sie interessiert, das Geld zu verdienen, oder nein? Ja, am Geld verdienen bin ich auf jeden Fall interessiert. Aber das ist bei Ihnen so laut, dass ich Sie kaum verstehe. Ist das jetzt besser? Nee. Machen Sie da mal die Musik aus. Das ist ja furchtbar da im Hintergrund. Machen, Japan, ich habe gesagt, wir sind ja viel Mitarbeiter. Wie bitte? Wir können miteinander stören. Ja, aber Sie stören mich doch. Ich verstehe doch überhaupt nicht. Was hat denn das für einen Sinn, wenn ich Sie nicht höre? Ich werde Musik ausmachen, wenn Sie interessiert sind und ja, wenn Sie einfach nicht meine Zeit verschwinden. Ja? Ja, na klar. Das ist ganz wichtig. Ja, sie wird die Musik ausmachen, wenn ich nicht ihre Zeit verschwende. Ja, das ist natürlich ein super Angebot und so kann man sich das oder so stellt man sich das natürlich auch vor bei seriösen Bankgeschäften, dass man da erst noch darauf hinweisen muss, dass die Musik abgeschaltet wird. Und ja, naja, wenn sie der Meinung sind, dass sie so ihr Geld verdienen wollen, tja, da würde ich doch als Mitarbeiter echt schon merken, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber die Dame hat sich ja gestern schon aus dem Staub gemacht, nachdem Fragen gestellt wurden. Aber heute, naja, wird das sicherlich nicht viel, viel anders sein. Tja, wir geben ihr mal eine Chance. Wenn Sie gar kein Interesse haben, dann macht es keinen Sinn. Ja. Weil ich habe schon ein paar Mal mit Ihnen gesprochen und Sie zeigen irgendwie kein Interesse. Deswegen, wir haben unsere Zeit. Ich muss bei der Kunden melden, die wirklich... Ich verstehe Sie ganz schlecht. Die Musik ist so wahnsinnig laut. Moment bitte. Ja, Herr Pan. Hallo? Herr Pan, ja, hören Sie mich besser. Ich verstehe Sie kaum. Die Musik ist immer noch sehr, sehr laut. Ich hab's leise gemacht. Nee, also machen Sie die mal aus, die Musik. Dann können wir uns unterhalten. Ich habe Ihnen gesagt, ich kann es nicht ausmachen. Ich frage ihn nochmal, bitte. Ja, Herr Pan, ich rufe bei Ihnen wegen Ihrer Interesse. Das heißt, wenn Sie interessiert sind, auf dem Finanzmarkt das Geld zu verdienen, dann würde ich ganz gerne Ihnen helfen und unsere Regeln erklären, ja? Ja, aber ich investiere nur bei seriösen Unternehmen, wo keine Musik im Hintergrund läuft. Worüber sagen Sie, dass wir keine seriöse Firma sind? Genau, ja. Was denken Sie, was soll eine Firma haben, also was das Wichtigste ist? Na, als allererstes fließend deutsch sprechende Mitarbeiter und akzentfrei natürlich. Und dann ist auch noch ganz wichtig, keine Musik im Hintergrund. Okay. Dann werde ich jetzt Ihnen beantworten, ja? Mhm. Die gute Deutsch bekommen Sie erst, wenn Sie schon unsere Kunde werden und dann bekommen Sie die Leute. Ach so, mir steht erst den gute Deutsch zu, wenn ich dem Einzahlung getan habe. Ach ja, Mensch, ich bin aber auch wirklich viel zu anspruchsvoll. Hakt's irgendwie? Die bietet mir jetzt tatsächlich einen deutsch sprechenden Mitarbeiter an, wenn ich Kunde werde und da mein Geld drin versenkt habe. Ja, nee, ist logisch. Ganz klar. Also so argumentiert natürlich absolut jedes ihr wisst, was ich meine. Also ich bin, keine Ahnung, wie die auf sowas kommen.
ja, also manchmal weiß ich auch nicht mehr so richtig, was ich dazu noch sagen soll. Ich bin da einfach nur noch perplex über so viel Blödheit am Telefon. Also die Experten, die schon in diesem Bereich Erfahrungen haben. Ich bin einfach die Kontoberaterin, das heißt, ich brauche für meine Arbeit, dass ich ihre Konto zu aktivieren, brauche ich keine fließende Deutsch, besonders wenn wir miteinander verstehen, ja? Wenn Sie schon am zweiten Schritt sind, wenn Sie schon, wie gesagt, eine Investition machen, dann werden Sie einen Expert bekommen, der wird fließend Deutsch sprechen, der wird auch, also erfahrener Mensch in diesem Bereich. Das heißt, alle Informationen, was Sie brauchen, werden Sie bekommen. Also das heißt, einen intelligenten Mitarbeiter gibt es immer erst dann, wenn man Geld eingezahlt hat. Herr Pan, was ist das Grund, warum Sie keine Investition machen wollen? Aber ich habe ja nicht gesagt, dass ich das nicht machen will. Ich habe nur gesagt, dass das mit der Musik dann im Hintergrund furchtbar ist. Und ja, Musik, es gibt in jeder Firma im Hintergrund Musik. Nee. Naja, jede Betrugsfirma hat im Hintergrund Musik, ja, richtig, ganz genau. Aber jedes normale, anständige, seriöse Unternehmen hat hundertprozentig garantiert keine Musik im Hintergrund. Und selbst im Homeoffice sollte das irgendwo rauskommen, dass ihr da Musik im Hintergrund spielt, währenddessen ihr mit Kunden telefoniert. Ich gebe euch Brief und Siegel, ihr seid euren Job irgendwann los. Denn das hat auch was mit rechtlichen Lizenzen zu tun. Ihr dürft da nicht einfach übers Telefon Musik beschallen. Das ist einfach nicht erlaubt. Ich habe es Ihnen erklärt, ich bin nicht die Einzige Musik hier. Musik läuft immer nur bei den unseriösen Unternehmen. Ich, neben mir sitzen die Leute, die bei anderen Kunden melden. Ja, das heißt, wir sollen nicht einander stören. Ja, aber Sie stören doch alle untereinander mit der Musik, weil man versteht Sie kaum noch. Und man hat dann nur noch halbe Diskothek im Hintergrund. Und ich finde Wir sprechen jetzt miteinander hier, Pan. Also das heißt, ich verstehe ihn, Sie verstehen mich. Ja, aber es ist wahnsinnig anstrengend mit Musik im Hintergrund. Ja, also lassen wir das Thema, also zurück bei unserem Thema. Sind Sie interessiert oder nein, auf der Finanzmarkt Investitionen zu machen und das Geld verdienen? Ja, na klar. Deswegen melde ich mich bei Ihnen. Ja, nicht über die anderen Themen sprechen. Ich werde es auch gerne machen, aber Sie werden, ich denke, mit der anderen Person sprechen, die besser Deutsch kann als mir. Ja, das heißt, ich bin in diese Richtung nicht interessiert für ihn. Wegen der Konto. Wenn Sie das Geld verdienen wollen, dann sind Sie richtig bei uns, weil wir sind eine regulierte Firma. Wir haben unsere Regulationsnummer. Das heißt, Sie sind sicher. Sie werden sicher gehen, wenn es bekommen, dass Ihre Geld nicht in Luft geht oder verlieren oder weiß ich nicht noch was. Also bei Ihnen gibt es dann kein Demokonto? Wie bitte? Ich sage, bei Ihnen gibt es dann kein Demokonto. Wie kein Demokonto? Ja, bei den meisten, wenn man da Geld eingezahlt hat, dann spielt man ja danach nur mit einem Demokonto. Nein. Bei Ihnen nicht? Nein. Okay. Also, das heißt, Sie sollen mit Staatskapital mit 250 Euro anfangen, wenn Sie es wollen. Es gibt natürlich die anderen Summen, aber die Staatskapital beträgt 250 Euro, wenn Sie wirklich interessiert sind. Dann, wie gesagt, Sie bekommen Ihre eigenes Berater, die schon Erfahrung hat. Und dann werden Sie Kontakt nur mit dieser Person haben, ja? Mhm. Das ist mein einmaliges Arbeit, das ist Ihre Konto zu aktivieren. Und dann werden Sie am Kontakt bleiben mit der Finanzexperte. Ja. Unfassbar viel Blabla aneinandergereiht. Tja, das kennt man so von den Betrugscallcentern. Mehr aber auch nicht. Alles, was sie erzählt, ist heiße Luft. Denn, tja, genau das, was sie sagt, was man da nicht hat, also, dass man sein Geld da verliert und dass man da nur ein Luftkonto hat. Naja, doch, genau so ist es denn da nachher. Tja, aber witzig, dass sie sich mit solchen Luftkonten bereits auskennt. Von wo aus rufen Sie denn an? Also, unsere Haupt, Office ist in London. Mhm. Wir sind jetzt in Berlin. Wir haben viele Filialen, weil wir internationale Firma sind. Ja, und warum kann man Ihre Telefonnummer nicht zurückrufen? Genau, weil, also ich habe hier die Liste von der Kunde, die bei uns registriert sind, und ich muss jeden Tag also bei denen melden, ja, damit ich
Konto aktivieren kann. Das heißt, wir haben die Hotline-Nummer, wir haben E-Mail-Adresse, wir haben WhatsApp. Also das heißt, Sie können, wenn Sie Lust haben, Sie haben doch die Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Ja, aber telefonisch geht ja nicht. Telefonisch natürlich, habe ich gesagt, wir haben die Hotline-Nummer, wo Sie jederzeit anrufen können. Und warum leiten Sie die Rufnummer, mit der Sie mich anrufen, da nicht drauf weiter? Wie bitte? Warum leiten Sie die Rufnummer, mit der Sie mich gerade anrufen, da nicht hin um? Weil wenn ich Ihre Telefonnummer zurückrufe, dann geht die nicht, die existiert nicht. Habe ich geantwortet, das ist die Telefonnummer, was ich nur benutze. Ja, Sie können nicht unter dieser Nummer zurückrufen, weil, wie gesagt, ich melde selber bei den Kunden, die Interesse gezeigt haben in unserer Plattform und ich muss mit denen kommunizieren. Ist ja sehr schön, was sie da erzählt, aber tja, technisch ist es ja so nicht unbedingt richtig, denn klar, man, dass man da nicht erreichbar sein möchte, ist ja logisch, wenn das die Abteilung für den Outbound ist. Das ist ja soweit alles schon mal erstmal in Ordnung. Naja, aber wo ist denn jetzt das Problem, dass man eingehende Anrufe auf eine entsprechende Hotline dann umleitet? Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Tja, aber eine Erklärung hat sie da ja auch nicht für mich, warum das so ist, wie es ist. Tja, ich weiß es nicht, woran das liegt. Also könnte vielleicht einfach daran liegen, dass die Firma Betrug ist? Mehr nicht. Weil jedes seriöse Unternehmen würde auch rückrufbar sein auf der Telefonnummer, mit der die euch anrufen. Naja, aber wenn sie der Meinung sind, das ist so, naja, dann ist es halt so. Für die Fragen, für die Anrufen haben wir, habe ich schon mal gesagt, die Hotline-Nummer, wo Sie jederzeit anrufen können. Ja, aber die Rufnummer, die mit der Sie mich anrufen, die muss doch zurückrufbar sein. Ich hab schon erklärt, warum Sie es nicht machen können. Wir arbeiten in meinem System, ja? Ja, aber die könnte man doch umleiten, die Nummer auf die Hotline. Das Sie können doch auch nicht. Möglich. Wir arbeiten in einem System. Ja. Wie gesagt, ja, ein Online-System und Sie können einfach nicht zurück und diese Nummer zurückrufen. Ja, aber das könnte man doch umleiten auf die normale Hotline. Also ich kann Ihnen verbunden, wenn Sie es wollen, an Hotline-Nummer, aber Sie, wie gesagt, unter dieser Nummer können Sie nicht zurück. Ja. Wie ist denn die Hotline-Nummer? Herr Pan, Sie haben zu viele Fragen. Also ich würde gerne beantwortet. Aber, also, ich merke irgendwie, dass Sie gar kein Interesse haben. Nö, das hat ja nichts mit kein Interesse zu tun. Ich finde nur, wenn ich mein Geld einzahlen soll, dann darf ich auch Fragen stellen. Ja, natürlich. Natürlich können Sie gerne. Ja. Natürlich können Sie gerne. Sagen Sie mir mal die Hotline-Nummer. Aber, das war die letztes Mal auch genauso. Wir haben über 10, 15 Minuten gesprochen, aber Sie haben immer noch kein Interesse gezeigt. Das heißt, ich verschwinde einfach meine Zeit, weil ja, aber das ist doch betrügerisch, das Verfahren, wenn man nicht mal Fragen beantworten will und dann gleich wieder, gucken Sie mal, Sie hören mir nicht mal zu. Und dann brauchen Sie sich doch nicht wundern, dass man da kein Interesse dran hat, wenn Sie nur dazwischen reden, keine einzige Frage wirklich beantworten können. Natürlich. Und da soll ich mein Geld einzahlen? Finden Sie das nicht selber ein bisschen unseriös? Auf welche Frage habe ich nicht geantwortet? Na, auf alle. Auf welche Frage habe ich nicht geantwortet? Na, zum Beispiel die Frage, warum Sie Ihre Rufnummer nicht einfach auf die Hotline umleiten. Ich habe gesagt, ich kann verbinden. Ja, das ist ja nicht das Gleiche. Aber sagen Sie mir mal die Hotline-Nummer. Ich werde es gleich sagen. Das steht eigentlich auch alles auf unserer Plattform. Ja, die habe ich jetzt natürlich gerade nicht hier. Sie rufen mir spontan brauchen an. Sie, genau, brauchen Sie unsere Hotline-Nummer? Mhm. Okay. Ganz kurz, bitte. Ja. Genau, sind Sie da? Ja. Genau, das steht. Wollen Sie es aufschreiben, oder? Ja, die kann ich gleich im Telefon speichern. Genau. Das ist 4433 ja. 000 ja. 14689. Okay, dann. Das ist die Nummer von der Support, ja? Wenn Sie da anrufen, dann werden Sie fragen, was Sie wollen, jederzeit. Ja. Bei wem komme ich da raus dann? Da steht unten auch unsere E-Mail-Adresse. Da geht ein Herr Meier ran, das ist privat. Das ist nicht Ihre Hotline.
Ja, das ist der absolute Kracher hier auf dieser Webseite. Wenn ihr die Rufnummer, die die Dame hier einem durchgibt, in euer Telefon einwählt, dann kommt ihr bei jemandem privat zu Hause raus. Tja, ist auch ganz nett. Da würde ich sagen, da hat man nicht aufgepasst, als man sich die Nummer ausgedacht hat. Tja, ich denke mal, der Herr Meier auf der anderen Seite, der wird sich da besonders drüber freuen, dass so viele verschiedene Fremde bei ihm sicherlich anrufen und ihr Geld zurückhaben wollen. Und der wird sich wundern, was das da auf der anderen Seite eigentlich soll. Ja, also, der tut mir leid. Tja, und das Schlimme ist, das kann tatsächlich jeden von euch treffen. Wenn irgendjemand sich eine Nummer ausdenkt und es ist per Zufall eure, ja, dann kriegt ihr die ganzen Hassanrufe ab. Naja, und wer sollte da sonst die Rufnummer wählen vom Kundenservice angeblich? Außer sie hat sich die Nummer vielleicht gerade selbst frisch ausgedacht. Das kann natürlich auch noch sein. Weiß man nicht so richtig. Tja, auf jeden Fall gibt's bei denen keinen Kundenservice. Man kommt bei irgendjemandem privat raus. Nicht privat. Na, ich bin gerade bei einem Herrn Meier rausgekommen. Das ist nein, das kann nicht wahr sein. Da bin ich nicht bei Ihnen auf der Hotline gerade rausgekommen. Das ist Herr Meier. Wem haben Sie geantwortet? Na, ich habe die Nummer gerade angerufen, die Sie mir gegeben haben. Da komme ich nicht bei Ihnen an. Sagen Sie mal bitte, also wiederholen Sie die Nummer, was ich gegeben habe. Bitte. Warten Sie, muss ich mal am Telefon gucken. Die 4433-000-14, dann die 68 und die 9. Genau. Wenn jemand Ihnen antwortet und sagt, ja, Herr Meier, also ein Mitarbeiter sagt... Nee, das war ja kein Mitarbeiter. Nachname und was ist falsch hier? Na, also wenn, ich bin privat bei jemandem rausgekommen. Das kann nicht wahr sein. Doch. Das ist unsere... Habe ich doch gerade probiert. Okay. Herr Pan. Sie belügen mich hier, das finde ich nicht in Ordnung. Nein. Also, doch, Sie lügen. Sie sind Betrüger und Abzocker. Bestimmt nicht. Doch, Sie sind Abzocker, weil sonst würde ja die Telefonnummer gehen. Dann ist das wichtig, wenn Sie unsere Regulation sehen oder nein? Ja. Ist das wichtig oder nein? Ja. Dann werden Sie sicher gehen, dass wir kein Betrüger sind? Ja, das können wir machen. Dann sagen Sie und mir mal. Entschuldigen, dass Sie meine Zeit verschwunden haben? Mhm. Ja? Ja. Ja, dann setzen Sie jetzt am Computer oder nein? Ja. Ja, dann öffnen Sie bitte Google Chrome. Google Chrome habe ich nicht. Was haben Sie? Haben Sie keinen Browser, womit Sie im Internet gehen können? Doch, aber nicht den Google Chrome. Ja, machen Sie andere Browser, ist gar kein Problem. Habe ich zum Beispiel gesagt, Firefox oder so. Ja, dann sagen Sie mal die Adresse, die ich eingeben soll. Moment bitte. Hm. Ja, erst sollen Sie unsere Webseite draufschreiben, tradecapital.cc. Sie können einfach nachschauen, wie unsere Plattform aussieht. Und ich werde Ihnen die Regulationsnummer diktieren. Ja, wenn Sie im Google schreiben, suchen, dann werden Sie unsere Regulation sehen, dass wir keine Betrüger sind, dass wir kein Betrüger sind, dass wir eine regulierte Firma sind. Und alles legal, ja? Also die Webseite heißt tradecapital.cc. Ganz genau. Mhm. Soll ich es buchstabieren oder nein? Nee, ich bin schon drauf. Das ist so mit lilanen Knöpfen. Ganz genau. Mhm. So, wo finde ich das? Das ist die unsere Plattform. Ja, gehen Sie mal jetzt bitte in Company, steht Company. Wo steht denn das? Da steht linke Seite. Ich habe das auf Deutsch hier. Ach so, Sie sollen dann Sprache wechseln. Na, habe ich auf Deutsch, ja. Genau, dann gehen Sie in Gesellschaft. Gesellschaft, ach, da ganz am Anfang, ja? Hm? Genau. Und wo muss ich denn drauf? Moment, bitte. Und steht also rechtliches, ja? Ja. Gehen Sie mal dort. Bin ich drauf, ja? Und ganz unten, Verordnung. Was sehen Sie da? So, da sehe ich haben Sie die eine... Haben Sie die Regulierungsnummer gekriegt? Da ist eine Regulierungsnummer, ja. Und wo gebe ich die ein? Genau. Dann sollen Sie es kopieren einfach. Ja. Und in Google schreiben. Die Nummer in Google? Ja. Aha. Und dann? Moment bitte. Dann sollen Sie auf der ersten Linke Trade Capital Solutions steht da. Und schauen Sie bitte selber nach. Da steht alles, wo wir sind. Ja, aber das ist ja hier keine Behörde. Das ist ja keine Behördenwebseite. Doch ist das.
das komische Ding hier aus den 80er Jahren von der Optik her? Nein. Aha. Und wo gebe ich jetzt die Nummer ein? Ich hab's gesagt, in der Google. Ja. Sie sollen diese Nummer googeln. Da melden Sie automatisch Sie, ja, unsere Regulation. Und wie heißt die Firma, wo Sie reguliert sind? Wie bitte? Wie die Behörde heißt, wo Sie reguliert sind. Behörde, was wir... Das ist Private Limited Company. Ja, aber über welche Behörde läuft das? In Deutschland ist es ja die BaFin. Sie bitten von mir zu viel, Japan. Ich habe gesagt, dass ich einfach die Kontoberaterin bin, ja? Das heißt also, ich habe Ihnen die Regulationsnummer gegeben. Das heißt, Sie konnten es selber nachschauen. Nee, wenn kann ich ja nicht. Ich habe ja noch Fragen dazu. Ja. Ich habe gefragt, auf welcher Behördenwebseite ich das suchen soll. Weil einfach so eine Nummer hinschreiben kann ja... Und genau so sieht's aus. Da hat sich die Dame dann einfach aus dem Staub gemacht. Tja, klingt so oder sieht so aus, als hätten wir recht gehabt. Dafür ist sie nicht zuständig. Und was ist dann ihr Job? Tja, das wissen wir wohl. Und zwar unsere Kohle einsammeln. Mehr macht die beruflich nicht. Und Ahnung hat die auch nicht von dem Geschäft, was sie da eigentlich verkaufen soll. Na und rechtlich schon gar nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst das Abo nicht, wenn euch der Kanal gefällt und ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Und jetzt seht ihr hier noch die Playlist mit allen anderen Videos. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.